Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil The... Nee, nicht The Hunter, sondern Way of the Hunter, genau. Jetzt hätte ich fast das Falsche gesagt, egal. Way of the Hunter, es gab ein neues Update, das Update 1.22. Und das bringt uns auch eine neue Map in Alaska, glaube ich, ne? Alaska war's. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Map heißt, aber die hatte auch einen speziellen Namen, aber ich bin mir sicher, es war Alaska. Und auf der bin ich gerade und starten wir mal ein bisschen rein. Hier anscheinend müssen wir zuerst Quests machen und so. Wir schauen mal rein, oder? Und damit, let's go. Okay, finde die Kiste mit den Attrappen und der Wildkamera. Ja, kein Problem. Das ist anscheinend nicht die richtige Kiste. Ich denke, ich sah die Box in der Storage. Sondern die da hinten. Okay, okay. This is surprisingly light. Platziere die Attrappe in der Nähe der Hauptstraße. Okay. Jetzt gehen wir zum ersten Mal raus. Ich muss mich gleich mal umschauen. Weil nicht, dass wir hier von hier aus schon irgendwas sehen, dass wir schießen können. Ja? Das wär's. Ja, das ist... Es ist wieder... Ich merke es gleich, es ist wieder das schwere Spiel. Oder... Sitka-Hirsch. Erwachsen männlich ein Stern. Der ist erwachsen männlich ein Stern. Okay, ich sehe schon die ersten Tiere, auf die ich schießen darf. Ausgewachsen männlich ein Stern. Das ist unser Mann. Betreiben wir gleich mal Herdenpflege hier. Ist ja kein Problem. Machen wir doch gern. Der ist 120 Meter entfernt. Ja, da können wir auch schon auf... Ja, ich nehme mal auf 100 Meter. Da hat er mich gesehen und da habe ich ihn geschossen und da ist er umgefallen. Okay, die haben im Prinzip nur zwei Einender, sage ich mal. Oder es liegt daran, dass er einen Stern hat, dass er nur Einender ist. Okay, rechter Lungenflügel. Schön rein da. Sieht auch ein bisschen anders aus, muss ich ganz ehrlich gestehen, nach dem Update jetzt. Der Hintergrund sieht ein bisschen brauner aus als sonst. Auf jeden Fall Jagdwertung 5 von 5 Sternen. 1 Stern Trophäenwertung. Er hatte ein Potenzial von 32,4. Er musste raus, er war ausgewachsen. 79,69 Kilogramm. Schönes Tier. Gefällt mir. Schauen wir mal, wo wir da... Achso, wir müssen weiter. Guck mal kurz auf der Map, wo die... Achso, da unten. Okay, also war... Also, wir hätten jetzt gar nicht zuerst die Quest machen müssen, sondern wir sind eigentlich schon auf dem Weg. Wir können eigentlich unterwegs auch schon Ausschau halten und auf diverse Tiere schießen. Zumindest auf die Tiere, für die wir die Waffen dabei haben. Und ich bin ja eigentlich ganz stolz auf meine, wie heißt sie gleich? Meine Ruanta 2. Weil die macht ja alles weg, was frisch groß ist. Ja, aber das Weibchen wird mir jetzt nicht als Trophäe angezeigt. Also es hat keine Trophäenwertung. Das heißt, das Weibchen hat zwar eine Trophäe, also ein Geweih, aber sollte es nicht schießen. Ich schieße jetzt einfach auf so ein Jungtier, weil ich einfach Bock habe, mal so eins zu schießen. Wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall sind die nicht sehr scheu. Ist schon mal gut. 150 Meter. Muss man mir nur ein bisschen die Seite zeigen. Weil der Rest von euch hat ja keinen Bock, mir die Seite zu zeigen, ne? Ich habe einfach zweimal drauf geschossen. Ich weiß nicht, ob das klug war, aber der erste Schuss, der sah irgendwie so aus, als ob
Als ob da nicht so viel passiert ist. Ah, da unten liegt er. Okay, gut, 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 gut. Dann laden wir ihn gleich mal ein. Ich hoffe, ich habe jetzt... Ich hoffe, ich habe den zweiten Schuss nicht gelandet. Ah. Aber ich glaube schon. Ja, zwei Schüsse. Der erste ging in den linken Lungenflügel. Und der zweite ging in den rechten Lungenflügel. Oh, zweimal in den Lungenflügel. Also einmal links, einmal rechts. Das hat mir natürlich einen Stern in der Jagdwertung gekostet. Aber er hatte 43,79. Er hätte vielleicht einen... Ah, ich glaube nicht, dass er einen zweiten Stern bekommen hätte, wenn er ausgewachsen gewesen wäre. Aber schön. Schönes Tier. Barren Ground Caribou. Ey, die Tierdichte ist krass. Da hinten sind Sitka-Hirsche. Hier vorne ist ein Einer-Elch. Und hier ist auch ein Einer-Elch ausgewachsen sogar. Den nehme ich jetzt raus. Da hinten ist ein Elch-Kuh. Krass, 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 krass. So, was haben wir hier für eine... Zeigt er mir gerade nicht an? Warum zeigt er mir die Entfernung nicht an? Ach, weil ich keine Kugel mehr habe. Lol. Das ist natürlich schade. Ich gehe zurück. Ich habe keine Kugeln mehr. Warum zeigt er mir den... Ach so, okay. Alles, also an alle, die sich mal gefragt haben, warum zeigt er mir die Entfernung nicht mehr an beim Zielen auf ein Tier? Ihr habt keine Kugeln mehr im Lauf. So, jetzt wäre es natürlich top, wenn sich der noch... Oh, ja, 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 ja. Ja, ich hatte einen höheren Metabolismus, der kippt nicht gleich um. Ich da auf den dann noch schieße? 260 Meter. Ja, komm. Zweiter Punkt ist gesetzt. Sehr gut. Zwei Elche angeschossen. Top. Gucken wir uns an. Sind schon wieder welche. Oh, da hinten ist eine ganze Herde von Bison-Dingern. Und so. Bison-Dingern. Ihr wisst, was ich meine. Bisonden. Die Sonden der Bisons. Ist das hier ein Paradies? So, linker Lungenflügel, ja, schön in die Lunge, top. Es sieht auf jeden Fall besser aus als sonst nach dem Update jetzt. In der Übersicht sehen wir 5 von 5 Jagdwertung und 1 Stern Trophäenwertung. Er hatte ein Potenzial von 17,14, der musste auf jeden Fall raus. So, da haben wir den zweiten Elch. Den habe ich in den linken Lungenflügel getroffen. Durch die Rippe. Schön. Natürlich auch eine Jagdwertung von 5. Indisches Potenzial von 50,5. Der hätte vielleicht noch einen zweiten Stern verdient, wenn er ausgewachsen gewesen wäre. Naja, aber okay. Geschossen ist geschossen. Jungtier 1 Stern, Jungtier 1 Stern, Jungtier 1 Stern, Jungtier Weibchen, Jungtier männlich, Weibchen erwachsen, Jungtier, 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 lol. Als wären die alle erst mit dem Aufmachen der Karte gespawnt und sind alle jetzt erstmal Jungtiere. Also es bringt mir nicht so viel, wenn ich auf die schieße. Auf die guten Karibus. Weil die alle sehr jung sind. Schade. War schon wieder sehr, sehr nah dran. Okay, okay, okay. In einen guten Ort für die Wildkamera, um die Straße einsehen zu können. Also doch der Baum, lol. Pflücke die... Ach, Leute, jetzt soll ich Blumen pflücken oder was? Ich bin Jäger, hallo.
Sehr schön. Sehr schön. Ich habe ihn auf jeden Fall getroffen. Auf der anderen Seite des Hügels, ne? Okay, da ist er auf jeden Fall. Wir haben ihn endlich gefunden. Linker Lungenflügel. Ich dachte eigentlich, ich hätte mal das Herz getroffen. Aber da muss ich wirklich hier unten hinziehen. Okay, verstehe. Versuch's mir zu merken fürs nächste Mal. Potenzial 35,94, Jagdwertung 5 von 5 Sternen, Trophäenwertung einer von 5. Naja, ist okay. Top. Sehr gut. Sehr gut. 100 Meter. Ja, komm. Versucht, einen Heizwirbelschuss hinzukriegen, aber ich glaube nicht, dass das was war. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich vielleicht... Also ich gucke mir das Gebiet mal hinter dem Hügel an. Wenn da auch wieder so eine krasse Freifläche wie hier ist, gehe ich da natürlich durch und schieße auf alles, was sich bewegt. Ich will ja hier nichts verschonen. War so viel krass... So viel krassen Wald gibt es hier gar nicht auf der Map, ne? Also die haben so ein bisschen draus gelernt und haben da eine wirklich gute und im Vergleich zu den anderen leichtere Map gebaut. Obwohl hier oben ist schon wieder sehr viel Wald. Warte mal. Munition. Hätten schießen dürfen. Ich hätte schießen können. Er war noch so vital, ist noch so vital umhergesprungen und gerannt. Obwohl ich gedacht hätte, ich hab den zumindest in die Lunge getroffen. Ist auch keine Blutspur zu sehen. Gibt's ja gar nicht. Hier habe ich ihn getroffen. Kleine Menge Rot. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was ist hier los? Hä? Also das verstehe ich nicht. Sind Bären jetzt kugelsicher? Also anscheinend ist er nicht kugelsicher, aber... Ich habe auch nicht... Ich habe kein wichtiges Organ getroffen. What the fuck? Da ist schon wieder ein Bär. 200 Meter. Okay. Versuchen wir es doch noch einmal. Oh, lol. Also Bären scheinen ja auch überhaupt gar kein Problem zu sein. Wo ich auf der amerikanischen Map, vorher in dem Game, also da habe ich, weiß nicht, wie viele Bären habe ich da gesehen und geschossen? Vielleicht 3 oder so? Also, und heute hier habe ich jetzt schon entweder 2-mal die gleichen gesehen oder 4 Bären. 4 unterschiedliche Bären innerhalb von einer Viertelstunde jetzt. Okay. Also den habe ich anscheinend tödlich getroffen. Ja, endlich. Bin gespannt, was jetzt mit der Pro Hunter 2 und den Bären, was das jetzt auf sich hat. Vielleicht erklärt mir jetzt das Trefferbild auch eben, warum ich den anderen Bären da 2-mal angehittet habe und der ist einfach nicht gestorben. Oder hatte zumindest nur einen kleinen roten Blutfleck. Da vorne liegt mein Bär. Ja.
andere verpisst sich. Schau mal so ein bisschen so in die Ferne, ob ich vielleicht noch was anderes sehe. An Tieren hier, aber jetzt glaube ich erstmal nicht. Okay. Oh, ich habe zweimal auf ihn geschossen. Erster Schuss, Herz, rechter Lungenflügel. Zweiter Schuss, rechter Lungenflügel. Und warum habe ich beim ersten Mal, wenn ich einen Herztreffer gemacht habe, ihn nicht umgebracht? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Beim ersten Mal das Herz getroffen und er ist nicht gestorben davon. Jagdwertung 4 von 5 ist aber ein Weibchen. Also keine Trophäe. Aber trotzdem relativ strange. Verstehe ich nicht so ganz. Entweder war es noch der fliehende Bär oder da vorne war ein neues Geräusch von einem anderen Tier. Aber also dadurch, dass ich jetzt den da eben zweimal getroffen habe, ist ja die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch wirklich die zwei Bären waren, die ich da geschossen habe vorne an der Biegung. Ich die jetzt hier so ein bisschen vor mich her scheuche. Versuch's nochmal auf 200 Meter. Der sah gut aus. Ja, top. Hättet ihr Bock auf einen 300-Meter-Schuss auf den Wolf? Eigentlich müsste der Durchschlag der Pro Hunter eigentlich reichen, dass ich ihn vielleicht nicht so krass treffe. Wisst ihr, was ich meine? 300 Meter auf den Wolf? Er muss aber wirklich stillstehen dafür. Ja? Erwischt und tot! Oh, ich hoffe, ich hatte nicht zu viel Wumms auf der Knarre. Das wäre sonst schlecht. Schauen wir uns gleich mal an. So, hier haben wir schön ins Herz getroffen. Wirklich guter Schuss. Und die Jagdwertung hat auch alles gepasst. 44,9 genetisches Potenzial. So, da liegt der Gute. Er ist aber auch wirklich groß, ne, für einen Wolf. Schön, sehr gut. Oh, rechter Lungenflügel. Und wir sind komplett in der empfohlenen Aufprallenergie. Oh, schön, den habe ich aber auch nur angekratzt. Aber er ist gleich gestorben dabei. Top. Jagdwertung 5 von 5, Trophäenwertung 1 von 5, leider nur, aber dafür ein schöner risky Shot auf den Wolf mit einem genetischen Potenzial von 66,48 aus 300 Metern. Geilomat. Gefällt mir sehr, sehr gut. Top. Schönes Ding. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge Way of the Hunter. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das neue Update ist mega, die neue Map ist mega. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Gerade am Anfang ist die Tierdichte hier echt krass hoch. Ich hoffe nicht, dass das geskriptet ist oder so, aber auf jeden Fall hat es, also was mega, ja, erfolgreich heute. Mache ich auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder weiter. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.